Moin Moin, heute darf ich euch zu einer ganz besonderen Booktuber-Kooperation begrüßen. Und zwar haben sich mit mir einschließlich 5 Booktuberinnen zusammengetan, die besonders gerne Fantasy lesen. Und wir haben zu diesem Thema ganz viel Lust gehabt, irgendetwas gemeinsam zu machen hier auf Booktube, irgendein gemeinsames Videoprojekt. Und wir haben ein bisschen gebrainstormt und dabei sind viele tolle Ideen bei rumgekommen. Und eins davon war eben dieses hier. Das Format ist nicht neu, und zwar ist das das Format Zeig mir ein Buch das. Da tun sich einige, mindestens 2 Booktuber zusammen und man stellt sich gegenseitig Aufgaben, die man dann im Video mit Büchern beantwortet, also oder Aufgaben, die man mit Büchern löst. Zeig mir ein Buch, das rot ist oder so. Und wir haben jetzt gedacht, weil wir zum Thema Fantasy etwas machen wollen, machen wir das Format jetzt einfach ein bisschen anders, ein bisschen umgeschlüsselt, halt einfach zentriert und fokussiert auf Fantasy-Büchern und wir nennen das Format einfach Zeig mir ein Fantasy-Buch, das. Ja, und die Booktuberinnen, die ich eben schon erwähnt habe. Die Gruppe besteht aus Johanna von Leserausch, Julia vom Kanal Leseritter, Franzi von Tintenkrähe und Katrin von Dragon Stories. Und wir haben es jetzt so eingerichtet, dass wir jetzt gleichzeitig diese Videos hochgeladen haben und dass wir uns so durchgemischt haben, dass jeder von uns jemanden bekommt, der die Fragen für uns stellt und für den wir wiederum dann auch die Fragen uns ausdenken und stellen durften. Und wir blenden uns gegenseitig dann auch ein bisschen ein. Also schaut, wenn ihr dieses Video hier beendet habt, auf jeden Fall auch bei den anderen lieben Booktuberinnen vorbei. Ich durfte die Fragen für die liebe Franzi ausdenken und drauf sprechen. Und für mich hat sich jetzt die Aufgaben bzw. Fragen die liebe Katrin von Dragon Stories ausgedacht. Und zwar hat sich die liebe Katrin 10 Fragen ausgedacht und es gibt noch eine 11. Bonusfrage, die bei uns alle gleich ist. Und ja, es ähneln sich Fragen natürlich auch immer ein bisschen, manchmal doppeln die sich, aber das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Es sind tolle Aufgaben bei rumgekommen und jetzt soll es endlich losgehen. Und die liebe Katrin, ja, stellt mir jetzt mal die erste Aufgabe. Hallo Ramona und hallo liebe Zuschauer von Ramona. Mein Name ist Katrin vom Kanal Dragon Stories und ich habe die große Ehre, heute Ramona 10 Fragen bzw. 11 Fragen stellen zu dürfen. Rund um das Thema Fantasy-Bücher. 10 davon sind von mir eben ausgedacht und die 11. Frage zieht sich durch alle ja, YouTube-Videos, die jetzt entstehen werden, die in Kooperation mit allen YouTuberinnen hier gemacht werden. Und ich würde sagen, ohne lange Vorrede legen wir direkt los mit der ersten Herausforderung, mit der ersten Frage. Ramona, zeig mir ein Buch, das du in deiner Kindheit gelesen und geliebt hast. Ja, ein Fantasy-Buch aus meiner Kindheit. Ich wollte tatsächlich sehr in die Kindheit eintauchen und nicht irgendwie irgendwas aus der Jugend nehmen, denn da habe ich euch schon viele Bücher immer wieder gezeigt und ich habe auch hier wieder drauf geachtet in diesem Tag bzw. in dieser Challenge, dass ich auch mal Bücher zeige, die ich nicht so oft in die Kamera halte. Oft ist es mir gelungen, manchmal sind es doch wieder Bücher geworden, die ich immer wieder ja, in die Kamera halte, aber da hatte ich manchmal auch einfach keine Chance, weil es zu gut auf diese Aufgabe gepasst hat. Aber hier für diese Aufgabe habe ich mir dieses Buch hier rausgesucht und zwar ist das Lilliflosse und der Seeteufel von Cornelia Funke. Ja, eines der wenigen Kinderbücher, das auf jeden Fall noch hier bei mir steht, weil ich es einfach in sehr, sehr positive Erinnerung habe und immer noch sehr, sehr hübsch finde. Es handelt von den beiden Nixlingen Lilly und Flosse, wie der Titel schon verrät. Und die beiden sind hier auch vorne abgebildet. Und die beiden halten sich für besonders mutig und wollen Abenteuer bestehen. Und die ganzen Geschichten von Menschlingen und von anderen bösen Kreaturen, die halten sie für nur für Angstmacherei, aber sie treffen irgendwann tatsächlich auf den Seeteufel. Das ist ein U-Boot von dem Ehepaar Frau und Herr Schnorchel und deren großer Traum ist es, mal einen Nixling zu fangen für ihre Sammlung. Ja, und dann beginnt natürlich das Abenteuer, was sehr gefährlich, turbulent und fantasievoll ist, was ich hier sehr, sehr schön finde.
ist, dass es sehr schöne, bunte Illustrationen gibt. Und es ist immer auch ein Suchspiel dabei. So eine kleine Schatzkiste ist immer auf den Seiten versteckt. Und das hat mir damals schon immer viel Freude bereitet. Und ja, also ein Fantasy-Buch, ein Unterwasserwelt-Buch, was mir damals viel Freude bereitet hat. Und das darf auch gerne in meinem Bücherregal bleiben. Nummer 2 ist nicht ganz einfach, aber ich bin mir sicher, dass du das hinbekommen wirst. Also Ramona, zeig mir ein Buch, das deiner Meinung nach das einfallsreichste Magiesystem hat. Ein Magiesystem ist mir immer sehr wichtig in Fantasy, besonders in High-Fantasy-Büchern. Ich mag es, wenn die Magiesysteme gut durchdacht sind, aber hier ist ja nicht die Frage nach einem gut durchdachten Magiesystem, sondern ein sehr einfallsreichen Magiesystem. Und da musste ich einfach den meisten des Magiesystems nehmen, obwohl ich bisher nur ein Buch von ihm gelesen habe, aber ein weiteres lese ich gerade und da bin ich sehr gespannt, wie mir das Magiesystem dann gefallen wird. Aber ich habe mich jetzt hier für Der Rhythmatist von Brandon Sanderson entschieden. Hier gibt es ein Magiesystem, in dem die Magier auf den Boden mit Kreide zeichnen und diese Kreidezeichnungen erwachen dann zum Leben. Und das Ganze finde ich so cool aufgemacht, weil es immer wieder Zeichnungen gibt, wie man verschiedene Kreideformen und Kreidezeichnungen genau zu zeichnen hat und geometrische Formen. Und man kann halt mit Hilfe dieser Kreidezeichnungen auch Duelle ausfechten und miteinander kämpfen. Und es gibt halt ganz viele, gucken, ob ich noch sowas finde, in dieser Art. Ja, hier gibt es immer wieder so Anleitungen und so scheint es mir auf jeden Fall sehr durchdacht und irgendwie auch ein bisschen wie Mathematik. Und dass es eben in Form von Kreidezeichnungen ist und dass es aber auch so Kreide Monster gibt oder so Kreidekreaturen. Das fand ich auf jeden Fall einfallsreich und deswegen habe ich mich hierzu entschieden. Es handelt von einem Jungen, der am liebsten ja alles können würde, was diese Magier können. Er hat viel recherchiert, ist unglaublich lernwillig und kommt dann an diese Universität, aber er hat einfach nicht diese Begabung, er hat nicht diese Fähigkeit und trifft dann irgendwann auf ein Mädchen, die diese Begabung hat, aber nicht so viel draus macht. Und die beiden erleben dann zusammen Abenteuer. Und es gibt außerdem entführte Schüler, wo man natürlich wissen möchte, wo die hin verschwinden. Und da schlägt dann auch die Schicksalsstunde unseres Protagonisten, der hier zeigen kann, was er alles gelernt hat und ob vielleicht nicht doch irgendetwas an Magie in ihm schlummert. Die Antwort auf diese Frage, auf diese Herausforderung wäre für mich relativ klar. Aber bei dir bin ich ultra gespannt, was du dazu sagen wirst. Und zwar, zeig mir ein Buch, das dein liebstes magisches Wesen ins Zentrum der Geschichte stellt. Meine liebsten magischen Wesen sind eindeutig die Drachen. Ich habe ja 2 ganze Regalbretter voll nur mit Drachenbücher, die ich ja immer wieder gerne in den verschiedensten Videos euch vorstelle. Diesmal wollte ich aber ein bisschen drauf gucken, wie auch bei den anderen Büchern, dass ich euch nicht immer dieselben Bücher in die Kamera halte. Und ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, das ich, dem Staub nachzuurteilen, der darauf lag, auf dem Buch lange nicht mehr in einem Video gezeigt habe. Und zwar war das Die erste Wahrheit von Dawn Cook. Das ist der erste Band einer 4-teiligen Reihe. Und ich finde, optisch denkt man da ja überhaupt nicht nach einem Drachenbuch. Aber ich war sehr überrascht, als ich diese Reihe gelesen habe, wie viel doch Drachen im Fokus standen. Band 1 und 2 haben noch ein bisschen geschwächelt, aber es steigert sich exponentiell und ich fand 3 und 4 waren meine liebsten Bände aus der Reihe und auch da sind am meisten Drachen vorgekommen. Es ist so eine Mischung aus Magier- und Drachengestalt-Wandlergeschichte.
Denn wir haben hier eine Protagonistin, die nicht so richtig an diese Geschichten glaubt, dass es irgendwo eine Burgruine gibt, wo Magier ausgebildet werden und wo Drachen hausen. Doch irgendwann wird sie selbst zu dieser Ruine oder zu dieser Burg gehen und dort als Schülerin aufgenommen werden. Und irgendwann wird sie es auch lernen, sich in Drachen verwandeln zu können, in einer Drachengestalt verwandeln zu können. Ja, mehr weiß ich gar nicht mehr von dieser Geschichte. Ich habe nur das Setting ganz grob im Kopf, aber ich habe schon unglaublich viel von dieser Reihe vergessen, was für mich ein Zeichen ist, dass ich auf jeden Fall das nochmal lesen muss. Aber diese Drachengestalt-Wandlergeschichte fand ich schön. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, aber auch an die kann ich mich kaum erinnern, was eigentlich eine ziemlich, für mich jetzt ein gutes Zeichen ist. Aber ich war vielleicht damals auch noch ganz anders als Leser und war nicht ganz so allergisch vielleicht gegenüber Liebesgeschichten. Ich muss es einfach noch mal lesen und schauen. Aber wie gesagt, Band 3 und 4 haben mich begeistert. Band 1, wie gesagt, hat noch ein bisschen geschwächelt. Aber dann ab Band 2 hat es mich dann auf jeden Fall gefesselt. Und ich finde es eine interessante Mischung und mag die Geschichte sehr. Und falls ihr die Bücher kennt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat. Nummer 4. Sag mir ein Fantasy-Buch, das du einem Fantasy-Einsteiger empfehlen würdest. Diese Aufgabe fand ich jetzt besonders schwer, weil ich finde, es gibt nicht diese Universalempfehlung als Einsteiger. Man muss da, finde ich, immer sehr individuell auf die Person eingehen. Aus welchem Genre kommt sie sonst? Also wenn eine Person aus dem Thriller-Genre kommt, dann ich würde immer so ein bisschen einen Genre-Mix empfehlen vielleicht, dass man so ein bisschen sich herantraut an die Fantasy mit ein paar kleinen fantastischen Elementen. Da gibt es ja viele Genre-Mix aus Mystery und Thriller, könnte man natürlich auf jeden Fall was rausziehen. Aber ich habe mich jetzt erstmal für Urban Fantasy entschieden, weil ich glaube, damit kann jeder etwas anfangen, weil es in unserer Welt spielt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall eine Parallele und da ist vielleicht der Fantasy-Einschlag nicht ganz so hoch. Ich habe jetzt zu Kerstin Giers Silber-Trilogie gegriffen, weil ich sie einfach sehr einfach zu lesen finde und der fantastische Anteil ist zwar da und ich finde ihn auch sehr schön, aber er ist nicht sehr im Fokus. Das, was ich hier tatsächlich bemängelt habe, dass ich noch gerne diese fantastische Idee noch mehr ausgereift hätte und noch mehr Details gewusst hätte und noch mehr eingestiegen wäre in das Thema, das ist vielleicht gerade für Fantasy-Einsteiger gut, dass es eben hier nicht der Fall ist, sondern dass es hauptsächlich eine lustige Familiengeschichte ist. Es handelt von einem jungen Mädchen und ihre Mutter hat einen neuen Freund gefunden. Jetzt sind sie so eine Art Patchwork-Familie und sie merkt aber, dass sie in den Träumen umherwandeln kann und auch in die Träume anderer Leute hineingehen kann und dass es da irgendwie eine seltsame Macht gibt, die das Ganze in Gefahr bringt, die Träume der anderen. Eine sehr schöne, traumhafte Idee mit viel Fantasie, aber es geht halt eben auch um die typischen Teenie-Probleme, um Freundschaft und eben um diese Patchwork-Familie. Wieder sehr, sehr schön, skurril ausgearbeitete Figuren von Kerstin Gier mit ganz viel Humor serviert und das mag ich hier sehr, sehr gerne. Aber der fantastische Anteil, der ist da. Und ist auch wirklich schön mit fantastischen Ideen gespickt, aber eben nicht zu sehr im Fokus. Deswegen Urban Fantasy kann ich auf jeden Fall für Einsteiger empfehlen. Aber wenn es jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte aber mal ausprobieren, ob auch High Fantasy etwas für mich ist, das soll ja auch auf jeden Fall möglich sein, da mal einzusteigen. Da habe ich jetzt die Dämonenakademie von Taran Mataru ausgesucht. Auch hier haben wir eine Trilogie, also nicht keine Endlosreihe. Es ist ein Jugendbuch, das heißt, es ist auch sehr flüssig und leicht zu lesen. Wir haben hier nicht so eine ellenlange, ausgebreitete Welt, die bis ins kleinste Detail erklärt wird, sondern es ist alles schlüssig für sich, aber eben nicht zu sehr ausgearbeitet. Wir haben hier eine sympathische Figur namens Fletcher, der irgendwann
ein Dokument findet. Mit diesem Dokument kann er einen Dämon heraufbeschwören. Und daraufhin wird er halt zur Dämonenakademie geschickt, wo er seine Magie erlernen kann, wo er verschiedene Dämonen heraufbeschwören kann, wo er mit anderen sich austauschen kann, aber auch gegeneinander duellieren kann. Aber es herrscht in diesem Reich eben auch Krieg. Und zwar Krieg zwischen, waren das Oger? Ich weiß nicht mehr. Also es waren so die typischen Völker. Es gibt Elfen, es gibt Zwerge, es gibt Menschen und Oger oder Orks. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, welches Volk hier das Böse war. Jedenfalls ist das so ein typischer High-Fantasy-Aufbau, so à la Herr der Ringe. Aber halt garniert mit dieser neuen Idee, so richtig neu ist sie auch nicht, aber jedenfalls diese Mischung. Und ja, ich finde es einfach sehr leicht wegzulesen. Es ist spannend, es ist teilweise lustig und trotzdem haben wir hier diese typischen High-Fantasy-Aspekte drin, wo man sich vielleicht einfach mal ausprobieren kann. Und wenn es einfach nur der erste Band ist, um zu schauen, ist das überhaupt irgendetwas für mich? Ja, ansonsten finde ich es, wie gesagt, schwierig, so eine Universal-Einsteiger-Lektüre zu zeigen. Das wäre vielleicht mal so eine Idee für ein eigenes Video. Habe ich ja tatsächlich mal auch für Horror gemacht und so ähnliche Empfehlungen würde ich dann auch oder ähnliche Tipps würde ich dann auch für Fantasy geben. Mal gucken, ob ich das tatsächlich mal in die Tat umsetze. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob da tatsächlich Bedarf besteht, ein Video für Fantasy-Einsteiger zu machen, auch wenn ich das gar nicht so einfach finde. Nummer 5. Zeig mir ein Buch, das ein besonders düsteres Setting hat. Auch bei dieser Aufgabe hatte ich sehr viel Auswahl, denn ich lese ja nicht nur Fantasy sehr gerne, sondern auch Grusel-, Horror-, Schauerliteratur und natürlich auch etwas, was dazwischen liegt. Und deswegen hatte ich da natürlich auch viel Auswahl. Ich habe mich jetzt für eine Dilogie entschieden. Ja, man kann auch da eher von Grusel sprechen. Ja, ist Definitionssache, aber ich finde, das passt ganz gut zum düsteren Setting. Und zwar habe ich hier diese Frankenstein-Dilogie von Kenneth Oppel rausgesucht. Der erste Teil heißt Düsteres Verlangen und der zweite Teil Ein dunkler Wille. Und das sind sozusagen die Jugendtage von Viktor Frankenstein, die hier dargestellt werden. Und ich finde, da gibt es so unglaublich viele tolle, düstere Settings. Also wir haben eigentlich alles. Wir haben eine alte Burg, wo die beiden Brüder Frankenstein aufwachsen. Wir haben düstere Keller, geheime Verstecke, eine geheime Bibliothek. Wir haben ein Laboratorium. Wir sind aber auch im Wald und Katakomben auf Friedhöfe und aber auch im zweiten Band befinden wir uns denn in einer düsteren Traumparallelwelt. Also ich mag die sehr gerne und habe diese düsteren Settings eben besonders hieran gemocht und genossen und deswegen kann ich die euch auch empfehlen. Ich finde auch, dass man die viel zu selten sieht. Mag daran liegen, dass die auch vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber ich, ja, habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen und kann mir auch gut vorstellen, dass das ja, die Jugend von Viktor Frankenstein abbildet und seinem Bruder Konrad Frankenstein. Ja, und dass es dazu geführt hat, wie er eben in dem Klassiker geworden ist, den ich noch nicht gelesen habe, muss ich ja zugeben. Deswegen kann ich natürlich nicht hundertprozentig sagen, ob es passt, jedenfalls von dem Bild, was ich im Kopf habe. Zu Frage Nummer 6 muss ich sagen, bitte nicht als Antwort Hermine nehmen, weil ich finde, das ist eine zu offensichtliche Antwort. Aber zeig mir doch ein Buch, das eine außergewöhnlich kluge weibliche Protagonistin enthält, aber eben nicht Hermine ist. Diese Aufgabe ist mir überraschend schwer gefallen, denn ich habe in diesen ganzen Fantasy-Büchern hinter mir zwar sehr, sehr viele starke Protagonistinnen, aber so richtig kluge wie Hermine sind mir gar nicht so schnell eingefallen. Also mir ist gerade eben noch Ophelia aus Die Spiegelreisende eingefallen, die ja sehr belesen ist. Aber das Buch, die Reihe habe ich jetzt nicht mehr hier. Und mir ist dann auch ganz schnell eine Protagonistin eingefallen, allerdings aus einem Buch, das ich sehr oft zeige und über das ich sehr oft schwärme. Und das wollte ich erst nicht nehmen, aber letztendlich ist sie das dann doch geworden. Und zwar ist das Lyra aus Der Goldene Kompass von Philip Pullman. Man kann sie jetzt nicht direkt vergleichen mit Hermine,
Sie ist jetzt nicht so klug und belesen wie Hermine und jetzt nicht so ein wandelndes Lexikon. Sie ist auf eine ganz andere Art und Weise schlau. Sie ist eher listig. Nicht umsonst wird sie eben auch Lyra Listenreich genannt. Sie ist sehr selbstbewusst und kann sehr, sehr schnell handeln und sehr schnell denken und denkt sich eben ganz viele Listen und ganz viele Ideen aus, wie sie aus einer brenzligen Situation wieder herauskommt. Und das ist ja auf einer ganz bestimmten Art und Weise auch sehr, sehr klug. Nicht eben so belesen, also so besonders lernfreudig ist Lyra nicht, eher im Gegenteil. Da entzieht sie sich ja immer sehr gerne auf der Universität den ganzen Lehrstunden und klettert eher mit ihrem Freund Roger durch die Katakomben und durch die Küche und spielt Verfolgung und so weiter. Aber diese Gabe, die sie hat, dieses schlagfertige und listenreiche, das kommt eben auch erst besonders nach und nach in ihrem Abenteuer auf. Und ja, deswegen möchte ich sie hier auch nochmal nennen. Nummer 7 könnte eine Herausforderung werden, weil ich weiß, dass du kein großer Liebesromanleser bist und auch Romantasy gar nicht magst. Und genau deswegen finde ich die Frage sehr spannend. Und zwar, Ramona, zeig mir ein Fantasy-Buch, das eine authentische Liebesgeschichte hat. Wie ihr vielleicht wisst, nerven mich Liebesgeschichten in Büchern eher und besonders, wenn das sehr doll im Vordergrund ist, Vordergrund rückt und die ganze Handlung, die Welt, die Magie eher so in die Nebenhandlung gedrückt wird. Und ich denke mal, dass das Katrin auch weiß und vielleicht gerade deswegen diese Frage gestellt hat. Ich muss allerdings sagen, gerade weil ich meistens entweder von dieser Liebesgeschichte genervt bin oder ich einfach auch nicht den Fokus drauf lege, habe ich jetzt auch oft die Erinnerung an diese Liebesgeschichten verloren. Es gibt natürlich so märchenhafte Liebesgeschichten, die die Liebesgeschichte in den Vordergrund stellen und die ich auch sehr genossen habe. Hier zum Beispiel die Seven Water Reihe, die fand ich ganz grandios und ich wollte sie auch erst nehmen. Aber es gibt ja in dieser Aufgabe das Wörtchen authentisch. Und gerade so in Märchen wird das Ganze natürlich auch so ein bisschen romantisiert. Und deswegen möchte ich jetzt zu einem Buch greifen, was ich gerade kürzlich erst beendet habe. Und zwar ist das Odins Kind von Siri Patterson. Und hier drin gibt es eine Liebesgeschichte zwischen unserer Protagonistin Hirka und ihrem Jugendfreund Rime. Und ich finde hier sehr, sehr authentisch die Gefühle, die man hier aufkeimen sieht, beziehungsweise die schon da sind, die einfach daraus resultieren, dass sie eine Zeit lang viel Zeit zusammen verbracht haben als Freunde, als Konkurrenten und sich gegenseitig auch immer wieder in verschiedenen Wettstreits angespornt haben. Und jetzt erst, wo sie so langsam älter werden, halt auch merken, dass da ein bisschen mehr ist. Aber man merkt halt wirklich die authentischen Gefühle und es ist nicht bloß Geschwärme und vom Körper des anderen oder ach, wie toll ist der, ach, wie vermisse ich ihn, sondern es geht wirklich um den Charakter des anderen und das habe ich dieser Geschichte abgenommen und deswegen hat mich diese Liebesgeschichte in diesem Buch auch nicht so sehr gestört. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht in den Folgebänden ein bisschen schlimmer wird, was das Geschwärme angeht, aber jedenfalls konnte ich es spüren und konnte es mitfühlen, wie die beiden sich ineinander verlieben. Ich brauche auch hier diese Liebesgeschichte nicht. Ich hätte sie nicht gebraucht und es kann gut sein, dass ich sie irgendwann auch, wenn es schon ein bisschen her ist, dass ich die Geschichte gelesen habe, dass ich diese Liebesgeschichte wieder vergesse und andere Teile daran mehr in Erinnerung habe. Aber vielleicht erinnere ich mich auch gerade daran, dass ich diese Beziehung zwischen den beiden, ob das nun die Freundschaft ist, die ich gespürt habe oder die aufkeimende Liebe, dass ich das auf jeden Fall sehr authentisch fand. Und nun zum Thema Geheimtipp. Nummer 8. Zeig mir ein Buch, das keiner kennt, aber jeder kennen sollte. So ähnlich wie bei der Empfehlung für ein Fantasy-Einsteigerbuch empfinde ich es hier als schwierig, universell für alle ein Buch zu finden, was kaum jemand kennt, aber alle gelesen haben sollten. Ich habe es jetzt ein bisschen abgeschwächt. Ich habe ein Buch genommen von einem Autor, der wirklich sehr groß in der Fantasy-Szene ist, aber
dieses Buch ist eher unbekannt von ihm und ich finde zu Unrecht. Ich finde, es wird sehr, sehr selten in die Kamera gehalten. Es ist eigentlich schon fast ein Fantasy-Klassiker und ich finde einfach, dass es eigentlich alles aufweist, was ein Fantasy-Buch haben sollte. Und deswegen habe ich es jetzt genommen. Und zwar spreche ich von Ted Williams' Traumjäger und Goldpfote. Und ja, es ist aus der Sicht von Katzen erzählt. Dieses Buch ist ein Einzelband und ich würde es eigentlich so ähnlich wie High Fantasy ansehen, denn diese Katzen, die hier eine Rolle spielen, haben eine eigene Kultur, haben eigene Religion und haben eigene Mythen und Sagen, die hier eine Rolle spielen. Es ist sehr kriegerisch zum einen, es gibt Abenteuer, es gibt Magie und das fand ich grandios gemacht. Ob das nun jetzt Katzen sind oder nicht, das war mir eigentlich egal, es hätten auch Hunde sein können, aber es ist auf jeden Fall auch etwas für Katzenliebhaber, denn es gibt immer wieder so kleine Anspielungen auf typische Katzenmythen und ja, so Katzensprüche, die hiermit eingebunden werden. Ja, und hier gibt es halt Katzen, die im Wald leben, wild leben und es gibt auch Hauskatzen. Und unser Protagonist ist eine Hauskatze, die aber gerne auch draußen immer rumstromert und sich in ein Katzenweibchen verliebt. Und dann passiert es, dass immer mehr Katzen verschwinden und er bietet sich an, auch nach diesen verschwundenen Katzen zu suchen, wird aber nicht ernst genommen und er geht aber trotzdem los und erlebt so seine Abenteuer. Und das Ganze ist wirklich sehr brutal, obwohl das jetzt so eine vermeintliche tolle Tiergeschichte ist, à la Warrior Cats, würde ich es schon als sehr, sehr erwachsene Version der Warrior Cats empfehlen, denn es ist wirklich sehr blutig, düster und brutal. Aber was mir hier eben besonders gut gefallen hat, sind diese ganzen Mythen und Sagen und Religionen, die hier aufgebaut wird für diese Katzen. Und ja, dass es auch eben ein Einzelband ist in der Fantasy. Es ist ja auch eher selten und deswegen kann ich das allen Fantasy-Fans sehr ans Herz legen, denn ich finde, es ist sehr durchdacht und eine wirklich tolle High-Fantasy-Welt, die zwar irgendwie schon in unserer Welt spielt, aber diese Katzenclans, die haben halt irgendwie so eine ganz eigene Welt aufgebaut. Und auch wenn ich hier wieder ziemlich viel vergessen habe, weiß ich, dass ich das noch sehr rund gefunden habe und sehr spannend gefunden habe und doch auch von vielen Wendungen überrascht worden bin. Und eben auch, dass das hier so brutal und blutig ist, davon war ich auch sehr überrascht. Und es ist eben nicht einfach nur so eine niedliche Katzengeschichte. Also sowohl für Katzenfans als auch, wo man jetzt sagen würde, ja, Katzen kann ich nur mit den Schultern zucken, aber es ist auf jeden Fall auch eine tolle Fantasy-Geschichte dabei. Zeig mir ein Fantasy-Buch, das Tiere in den Fokus der Handlung stellt. Wegen dieser Aufgabe hätte ich beinahe Ted Williams' Traumjäger und Goldpfote nochmal wechseln müssen, weil ich erst kein anderes Fantasy-Buch gefunden habe, was wirklich nur Tiere in den Fokus stellt, also so eine typische Tier-Fantasy ist. Davon habe ich tatsächlich so gut wie nichts. Ich habe jetzt aber ein Kinderbuch gefunden, was hauptsächlich einfach nur eine Tiergeschichte ist, aber doch so einen kleinen magischen Funken hat. Und deswegen finde ich, kann man es ganz gut noch als Fantasy-Buch oder jetzt hier in diese Fantasy-Challenge mit einbauen. Und zwar ist das Der Funklerwald von Stefanie Taschinski. Ja, ein wunderhübsches Buch und eine ganz, ganz tolle Tiergeschichte über Freundschaft und Toleranz. Es geht hier um unsere Protagonistin Lumi, ein Luchs, die in einem Wald, in einer Tiergemeinschaft aufwächst und irgendwann kommt eben die Waschbärfamilie dazu. Die Waschbärfamilie wird sehr, sehr seltsam beäugt. Sie sehen ja schon sehr düster aus mit diesen schwarzen Masken über den Augen und es wird von ihnen gesagt, dass das nur Gauner sind und dass die nur Übles im Schilde führen. Ja, und eben ziemlich viele Vorurteile kursieren so über die Waschbären im Wald der Tiere umher. Lumi freundet sich aber irgendwann mit dem Waschbärjungen an und die beiden wollen es nun schaffen, dass die Waschbärfamilie eben auch ein Zuhause findet in dem Wald. Und dafür müssen sie zu einem magischen Baum. Und zwar
ist das der Wandelbaum, der eben ja eine besondere Rolle spielt. Was für eine Rolle, das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Ja, jedenfalls handelt es sich hauptsächlich hier um die verschiedensten Tiere. Hier seht ihr hier ein paar. Das Buch ist auch illustriert, wunderbar zum Vorlesen. Leider ist es nicht farbig illustriert, sondern schwarz-weiß, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die eine tolle Botschaft hat, die man aber auch trotzdem ganz normal als Tiergeschichte ohne erhobenen Zeigefinger lesen kann. Ja, und diesen magischen Aspekt da drin, den habe ich natürlich erst recht genossen. Und ich finde, da passt auch einfach der Titel Funklerwald auch sehr, sehr schön dazu. Und Nummer 10 könnte wieder eine Herausforderung sein. Und zwar zeigt mir ein Fantasy-Buch, das einen nicht vorherzusehenden Plot-Twist enthält. Wir nähern uns dem Ende. Die vorletzte Aufgabe hat mich nochmal vor eine Herausforderung gestellt, denn ich finde, die Fantasy ist jetzt nicht unbedingt so überaus bekannt dafür, Plot-Twists in sich zu tragen. Da würde ich eher bei Thriller und Krimis würde ich eher fündig werden. Aber ich bin tatsächlich fündig geworden. Ich dachte erst, ja, ich müsste irgendwie so ein bisschen Kompromisse eingehen. Aber dann ist mir der dritte Teil der Trilogie von Julia Adrian eingefallen, die 13. Fee entschlafen. Ich kann euch natürlich nicht erzählen, was der Plot-Twist hier ist und was hier die Auflösung alles uns preisgibt. Ich kann euch nur sagen, dass ich das echt cool fand, echt passend fand und ja, diese Reihe für mich auch nochmal zu einem großen Highlight gemacht hat. Und obwohl ich den ersten Teil noch eher schwach fand und nicht so gut durchdacht fand, sehr, sehr kurz, wenige Seiten, mit einer Liebesgeschichte, mit übereilten Sex und Anziehungskraft, was mir mal wieder so Augenrollmomente verschafft hat. Aber es hat sich wirklich gelohnt, weiterzulesen. Diese märchenhafte, düstere Idee fand ich einfach toll. Hier geht es ja um die 13. Fee, die von ihren Schwestern in einen Dornröschenschlaf versetzt wurde und jetzt 1000 Jahre geschlafen hat, und als sie wieder aufwacht und erfährt, was ihre Schwestern mit ihr gemacht haben, dann ja, gerät sie in Raserei und möchte sich einfach nur rächen. Das heißt, wir erleben die Geschichte im Grunde aus der Sicht eines Bösewichts, eines angeblichen Bösewichts, und sie klappert jetzt nun eine Schwester nach dem anderen ab, und dabei bekommt sie halt Hilfe von einem Hexenjäger, und ja, dazwischen zwischen denen knistert es, aber ich finde es erstmal schön, wie diese bekannten Märchen hier umgesetzt worden sind, wie hier diese ja, diese düsteren Settings auch in den düsteren Illustrationen wieder aufgenommen worden sind und nach auch immer mehr eigene Ideen hier eingeflochten werden, und ich finde es halt auch schön, wie hier die Bösewichte auch immer mehr Graustufen bekommen und dass Bösewichte eben nicht schwarz gezeichnet werden und ja, dass die Figuren hier immer ihr eigenen Hintergrund und ihre eigenen Motive auch bekommen. Das hat mir gut gefallen und deswegen waren Band 2 und besonders auch Band 3 große Highlights für mich und ja, das hat eben auch etwas mit diesem Plot-Twist oder beziehungsweise mit dieser Auflösung zu tun, die ich einfach cool fand. Und jetzt die allgemeine abschließende Frage Nummer 11. Ramona, zeig mir ein Fantasy-Buch, das ich auf meinem Kanal gezeigt habe und du auch in deinem Regal stehen hast. Ja, genau, diese Aufgaben müssen wir eben alle beantworten und ich habe noch ein bisschen mich durch Katrins Videos geklickt. Ich kenne sie ja noch gar nicht so lange, ihren Kanal, bin ganz glücklich, dass ich sie entdeckt habe und habe aber immer wieder in ihrem Regal hinter ihr eine Reihe gesehen, die für mich einfach auch ja, seit meiner Jugend hier bei mir steht und ich glaube, ich habe sie jetzt bisher noch nicht darüber sprechen gesehen, kann sein, dass sie in irgendeinem Video davon gesprochen hat, aber ich habe mich einfach dafür entschieden und zwar ist es die Gilde der Schwarzen Magier von Trudy Canavan. Der erste Band heißt Die Rebellen und auch das ist eine Reihe, die ich in meiner Jugend sehr, sehr gerne gelesen habe und war so die erste Magiergeschichte. Und es geht auch hier wieder um eine Magier-Universität, um eine Ausbildung und das mag ich ja immer sehr. Der erste Band, da hat es bei mir noch ein bisschen gedauert, bis ich da reingekommen bin, weil es hier so ein bisschen um
Katz-und-Maus-Spiel ging und ich eigentlich mich darauf gefreut habe, dass sie irgendwann in die Falle gegangen ist, damit die Geschichte endlich weitergehen kann. Da hat es für mich ein paar Seiten gebraucht, aber dann besonders Band 2 und 3 fand ich dann wieder toll. Genau, das ist die Reihe, die ich bei der lieben Katrin gesehen habe und ja, die Reihe steht eben bei mir auch schon ziemlich, ziemlich lange. Hier dreht es sich um Sonea und Sonea lebt auf der Straße. Und es gibt halt Magier in dieser Welt, die ja die Bevölkerung ziemlich unterjocht, die aber sehr viel Respekt auch einflößen. Und so näher, ich glaube, es wäre irgendwie so ein Aufruhr und sie wirft einen Stein und eigentlich haben die Magier so ein Schutzschild, aber sie durchbricht diesen Schutzschild und trifft den Magier mit dem Stein. Und daraufhin wird sie eben gesucht und gejagt. Und irgendwann halt auch eingefangen, sodass sie ihre magischen Kräfte, die sie scheinbar hat, irgendwie auch ausbilden kann. Und ja, ihr könnt hier die verschiedenen Bände sehen, die Novizin und die Meisterin. Und das sagt ja auch schon, wie sie sich eben weiterentwickelt. Und ja, eine Reihe, ich wiederhole mich, die ich eigentlich mal wieder lesen müsste und wo ich mich auch drauf freue, diese wieder zu lesen. Aber wer weiß, wann die irgendwann wieder an der Reihe ist. Sie läuft ja nicht weg. Auf jeden Fall wird sie hier bei mir bleiben, bis ich sie nochmal gelesen habe und dann entscheide, ob das immer noch für mich so einen großen Stellenwert hat. Ja, das war die Challenge. Zeig mir ein Fantasy-Buch, das. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns gefunden haben in dieser Gruppe und es wird sicherlich nochmal ein Projekt geben, was wir zusammen durchführen werden. Ich freue mich jetzt selbst sehr schon auf die Videos der anderen, denn die habe ich in diesem Moment ja auch noch selbst gar nicht gesehen und bin gespannt, was für Fantasy-Bücher da so gezeigt werden und ob ich da vielleicht auch noch einige Buchtipps bekommen kann und ob sich da vielleicht auch irgendwas doppelt und irgendwas überlappt. Da bin ich sehr gespannt und ich hoffe ihr auch. Alle Videos sind natürlich in der Infobox verlinkt und ich grüße jetzt die lieben Mädels ganz lieb und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!